Ja, heute geht es um zwei beziehungsweise drei antinaturwissenschaftliche Träumer, Professor Quaschning von Scientists for Future 1, die etwas schneller waren als die zweiten Scientists for Future 2. Und ja, romantischer Träumer Christian Felber wurde nochmal richtig deutlich mit seiner falschen Form der Gemeinwohlökonomie. Und Krall ist ja immer unser Thema, weil er der Verherrlicher des Raubtierkapitalismus und der brutalen freien sozialen Marktwirtschaft ist, sozusagen. Ja, ganz kurz, erst fangen wir an mit Corona. GMX macht also jetzt Werbung dafür, dass es jetzt neue Schnelltests gibt. Das wird bestimmt bei den ungebildeten Menschen großen Absatz finden, während ich sagen würde, was interessiert mich da? Jeder Mensch wird irgendwann sowieso mit dem Coronavirus begegnen. Was interessiert mich das, wann ich dem begegne und so weiter? Es geht doch nur darum, dass mein Immunsystem stark genug ist, dass ich das tue. Und ich will nochmal erwähnen, Dr. Rüdiger Dahlke hat trotz seiner esoterischen Abwege sozusagen durchaus auch bringt er mal was Vernünftiges. Er hat also nochmal daran erinnert, dass wenn man eine schnelle Steigerung des Immunsystems will, dass man einfach mal so 4 Tage fasten sollte, dann würde das Immunsystem auf Maximum sein. Ne? Und danach dann eben die gesunde Ernährung, die die zweiten Scientists for Future 2 empfehlen. Und schon haben wir die Probleme nicht mehr. Aber wie gesagt, schön, Professor Volker Quaschning von den Scientists for Future 1, also von den ersten schnelleren, hat mal wieder ein Träumerei-Video gemacht und versucht dabei noch viel mehr, als es bei Corona gemacht wird, sozusagen uns eine Riesenpanik zu machen. Hier die Tsunami-Welle, die angeblich auf Europa auf die erste Welt zurollt. Oder hier London sozusagen überrollt die Tsunami-Welle und hier die Tsunami-Welle drohen, steht sie vor uns und so weiter. Ja, also das sozusagen, ja, gehen wir mal drauf ein hier. Ja, Quaschning irrt. Also ich werde nur mal aus naturwissenschaftlicher Sicht sagen, was für uns da pseudowissenschaftlich ist oder einfach nur Irrtumsträumereien zu sind. Bei Felber wird dann das Ähnliche nochmal kommen. Es geht nicht um Leben bewahren, Herr Professor Quaschning. Es geht darum, Medizin zu verkaufen. Es ist kein Paradigmenwechsel. Es ist jetzt nicht so, dass plötzlich Politik und kapitalistische sozialmarktwirtschaftliche, frei sozialmarktwirtschaftliche Wirtschaft, dass Dr. Markus Krall jetzt plötzlich sozusagen die Menschen entdeckt hätten und das Wohl der Menschen. Nein, ist nur entdeckt, jetzt soweit es darum geht, ein Geschäft mit Medizin zu machen und Medizin zu verkaufen. Ja, das ist kein Paradigmenwechsel. In den 300, ich muss vielleicht ganz kurz nochmal den Beweis reinschieben, denn so ganz unbewiesen, ich will nicht nur auf die 370 anderen Videos verweisen. Ganz kurz, die Medizin ist ein Geschäft im Rahmen der freien sozialen Marktwirtschaft. Hier der Schamane sagt, Leute, lebt gesund, ernährt euch gesund, fastet, ernährt euch gesund mit Gemüse und Obst und alles naturbelassen und so weiter. Ja, der wird nicht viel verkaufen, ne? Und dieser Händler,
der sich irrt, der sagt, ach nein, ihr könnt weiterhin meine Sachen mit Glyphosat, mit Pestiziden, Fungiziden, zu viel Zucker, zu viel Salz, Transfette, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Geschmacksverstärker, Hefeextrakt und all den Chemie-Sondermüll konnte ruhig, Süßstoffe, auch noch gefährlicher als Zucker, diesen Chemie-Cocktail könnt ihr ruhig weiter essen. Dieser Schamane sagt das und davon werdet ihr nicht krank, sondern ihr habt nur alle einen Mangel an Virustests sozusagen und an Impfstoffen habt ihr alle einen Mangel. Ist eigentlich erstaunlich, warum habt ihr eigentlich bisher überlebt, ganz ohne Impfstoffe und ohne Tests? Das geht doch eigentlich gar nicht. Ihr habt alle nur einen Mangel an Medikamenten, an pharmazeutischen Produkten, an medizinischer Betreuung und einen Mangel an Tests und Impfstoffen. Und das werden wir euch jetzt verkaufen. Ne? Und so jemand, der die Menschen so beeinflusst, dass er ihnen also sozusagen sie nicht warnt vor der krankmachenden Ernährung unserer Chemielabore sozusagen, der wird natürlich Riesenumsatz machen, denn die Leute werden Dauerkunden werden, weil sie dauerhaft ihr Immunsystem schwächen und werden deswegen Opfer des Immunsystems. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt schon in 370 Videos mehr oder weniger schon immer wieder wiederholt worden. So viel muss erstmal als Beweis dafür führen. Also es geht eben nicht um irgendwelche darum, dass plötzlich die freie soziale Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall plötzlich ihre Menschenfreundlichkeit erkannt hätte. Ja? So, die soziale Marktwirtschaft bleibt selbstverständlich bei ihrer internen Logik und die Scientists for Future 1 wollen ja gerade eben nicht aus dieser freien sozialen Marktwirtschaft aussteigen. Das wollen ja nur die zweiten Scientists for Future. Nur die wollen den Kapitalismus naturwissenschaftlich fundiert beenden. Nein, die freie soziale Marktwirtschaft bleibt bei ihrer internen Logik. Jetzt gilt mal wieder ein guter Schluck aus der Pille für die Pharma und Medizin. Für Pharma und Medi. Ein guter Schluck aus der Pulle für Pharma und Medi. So, das ist das, was jetzt gerade ansteht. Und wenn dann mal wieder irgendein Kriegsgrund gefunden wird und Deutschland mal wieder kräftig mitmischen soll bei irgendwelchen Kriegen, dann gibt es halt mal wieder einen kräftigen Schluck aus der Pulle für die deutsche Waffenindustrie und Rüstungsindustrie. Das ist die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, ne? So, die soziale Marktwirtschaft hört immer auf die Pseudowissenschaft. Es geht immer darum, die Politik hört eben auch nur auf die Lobbyisten, die eben gespürt haben, ach, das wäre doch mal wieder ein guter Zeitpunkt, einen kräftigen Schluck aus der Pulle für Pharma und Medi sich zu genehmigen. Na, und das vollzieht jetzt. Das Problem ist dabei, dass dann die anderen Großaktionäre, also unsere geliebten Milliardärskönige, jetzt durch die Großaktionäre von Pharma und Medi, die sich jetzt bereichern, die sozusagen die Kriegsgewinner in diesem Krieg gegen den Virus sind sozusagen, dass alle anderen Milliardärskönige jetzt aufs Schwerste beschädigen, ne? Und wirtschaftlich auch sehr stark den Schaden zufügen. Ne? So, der Denkfehler, ja, von Professor Quaschning geht es weiter mit seinen Denkfehlern. Ich muss erst mal durchstreichen, was ich erledigt habe. Die von den Küstenen Vertriebenen. Er macht also jetzt macht er Panik. Also die Pharma und Medi haben uns schön Panik gemacht vor Corona und er macht uns jetzt Panik. Er will sich natürlich nochmal in Erinnerung bringen. Hier, Leute, vergesst unsere Panikmache bezüglich Klima nicht. Ne? Und er sagt dann, ja, die von den Küsten Vertriebenen, ja,
Also die da, die werden reindrängen in die anderen Länder. Ja, also nee, die Realität ist, die naturwissenschaftliche Realität ist ganz anders. Die von den Küstenvertriebenen werden nicht in die anderen Länder drängen, sondern die anderen Länder werden ganz einfach schießen. Fertig. Und nur die weit überdurchschnittlich Qualifizierten werden die anderen Länder reinlassen. Ja, sogar Europa hat jetzt schon geübt und hat schon mal geübt, wie es ist, sich in die Festung Europa zu verwandeln. Also, das heißt, im Moment tobt ja noch in den Gesellschaften so der Kampf mit den ganzen Moralisten und moralistischen Träumern und Moralinsauren sozusagen, die also sozusagen Europa sozusagen dazu zwingen wollen, die Grenzen aufzulassen, damit eben das Trostszenario von Professor Quaschning eben stimmen könnte, nämlich dass ganze Armeen an Klimaflüchtlingen dann nach Europa reindrängen würden und so weiter. Ja, nein, in Wirklichkeit übt sich Europa gerade schon. Längst haben sich die Mehrheiten in Europa verwandelt und Europa übt sich jetzt auch schon im Schießen, wenigstens erstmal mit Tränengas, aber später kommen dann natürlich die scharfen Waffen noch dazu. Angeblich sind sie ja auch schon eingesetzt worden. Nein, also ohne Beendigung des Kapitalismus, ohne Beendigung der freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall wird da nichts passieren und dieser Tsunami an Flüchtlingen, den wird es nicht geben in dieser Form, ja? Also das heißt, denn dann wird geschossen und dann weiß ich, also Sie glauben doch nicht, dass derjenige Raubtierkapitalismus, der noch vor wenigen Jahrzehnten die ganze dritte Welt, die ganzen indigenen Völker zusammengeschossen hat, die nordamerikanischen Indianer abgeschlachtet hat und die südamerikanischen Indios ausgerottet hat und die Aborigines abgeschlachtet hat und so weiter, dass die sich jetzt in irgend und die Afrikaner versklavt hat und als Arbeitssklaven in die erste Welt geholt hat und so weiter, dass die jetzt irgendwie Skrupel haben werden, dass der Kapitalismus irgendwie Skrupel haben wird, einfach all das zusammenzuschießen, was aus der dritten Welt da so kommt. Ja? Also das, was 2015 geschehen wird, wird sozusagen als der Wendepunkt zur Bildung der Festung Europas in die Geschichte eingehen. Ne? Sozusagen, ja. Frau Merkel hat damit eigentlich die Bildung der Festung Europa eigentlich sehr, sehr, sehr stark beschleunigt, weil die ganzen Gegenreaktionen darauf natürlich jetzt den ganzen Prozess beschleunigt haben. Ne? Ja, also Professor Quaschning malt die also Trostszenarien, Panikmache. Die also Trostszenarien, die es gibt, zwecks Panikmache. Ne? Also sozusagen, das Einzige, was wir für die dritte Welt tun können, ist hier sofort in Deutschland die soziale Marktwirtschaft, den Kapitalismus zu beenden, durch Kooperation mit den zweiten Scientists for Future 2 und so den Druck auf die dritte Welt zu reduzieren, sozusagen. Durch pazifistisch werden. Ne? Also wir können den Druck auf die Welt reduzieren, indem wir wenigstens nicht mehr hingehen und die dritte Welt zusammenschießen, sozusagen, wie es der Kapitalismus ja machen würde, sondern wir würden wenigstens, die zweiten Scientists for Future 2 würden wenigstens die Abrüstung einleiten, so, und Abrüstungsangebote machen durch reine Orientierung auf nicht angriffsfähige Defensivrüstung sozusagen. So, ja, also so wird dann das Geld machen auf Kosten der dritten Welt etwas geringer wenigstens. Aber dass sozusagen die erste Welt zum Windelwechsler für die dritte Welt werden wird, wo sie noch vor wenigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten die dritte Welt abgeschlachtet hat und kolonialisiert hat, und zwar offen kolonialisiert hat,
Das sind Träumereien, das wird nicht kommen. Der Mensch wird nicht vom gesunden, natürlichen Egoisten zum moralistischen Selbstaufopferer werden, auch wenn Professor Quaschning noch so sehr und Christian Felber noch so sehr davon träumen mögen. Ja? Wir werden dieses Lieben der dritten Welt mehr als die eigenen Nachbarn niemals durchbekommen. Ja, also der Masse der europäischen Bürger ist, denen geht die dritte Welt genauso am Hintern vorbei, wie wenn ein Sack Reis in China umfällt. Und die Moralisten werden wohl nie die Überhand bekommen, denn die Moralisten sind am Ende Selbstschädiger und so weiter. Und die sterben in jeder Kultur immer wieder aus, da sie nicht genügend gesunden Egoismus praktizieren und deswegen wirtschaftlich keine erfolgreichen Überlebensgrundlagen haben. Ne? So, dann muss ich hier nochmal schauen. Also was ist hier los? Gut, das haben wir. Ja, wie geht's weiter mit Professor Quaschning? Mehrheiten wird es in Europa immer nur für etwas geben, was den Europäern oder Deutschen nützt und nicht der dritten Welt. Dafür gibt es einfach zu wenige Träumer. Da müsste Professor Quaschnik schon mehr die Trommel rühren, um seine Panik und seine romantische Verliebtheit in die dritte Welt und seine Aversion gegen die erste Welt sozusagen, das müsste er einfach noch stärker rüberbringen, um da noch ein paar Manipulationsopfer hinzukriegen. Das reicht nicht aus. Die paar zigtausend Klicks, die er hat sozusagen, das und die paar zigtausend Abonnenten, das wird nicht ausreichen. Ja? Also die zweiten Scientists for Future haben natürlich eine ganz andere Strategie. Sie wollen eigentlich, müssen sie am Ende nur einen einzigen Milliardärskönig überzeugen, dass die, wo ist es, na, wo ist es, dass die, hier die Schlüsselfrage, würde eine zusätzliche Wohlfühlnotenwahlstimme bzw. Wohlfühlstimme die ganze Welt revolutionieren, echte Gemeinwohlwirtschaft herstellen und alle Probleme lösen? Ja, und da muss ein Milliardärskönig überzeugt sein, ja hoppla, die zweiten Scientists for Future 2 wollen ja mein Leben viel glücklicher, viel gesünder und viel langlebiger machen. Und wie sie wollen mir erstmal im ersten Schritt gar nicht, die wollen mir eigentlich nie was wegnehmen, sie wollen mich nicht bestehlen, sie wollen keinen Raubmord mir gegenüber begehen, sie wollen mir nichts wegnehmen, sie wollen mir eigentlich nur was geben. Mehr Lebensqualität, mehr Lebensfreude, mehr Gesundheit und mehr Langlebigkeit. Ja, das ist ein gutes Angebot. Jetzt stelle ich mich auf die Seite von den zweiten Scientists for Future 2. Und dann beenden wir die soziale Marktwirtschaft, da sie offensichtlich für mich schädlich ist. Das, was ich ja bei der Corona-Panik mache, gesehen habe, dass meine Wirtschaft ruiniert wurde, meine Firmen ruiniert wurden und mein Vermögen ruiniert wurde und dass nur die Pharma- und Medi-Aktionäre einen großen Schluck aus der Pulle bekommen haben. Ne? Und Dr. Markus Krall behauptet ja sogar, dass die Manager der Pharma- und Medi-Konzerne sich jetzt einen kräftigen Schluck aus der Pulle genehmigen würden und dass die Aktionäre erst zuletzt ein paar Tropfen abkriegen würden. Also liebe Milliardäre, wir müssen natürlich auch das Eigenleben der Managerkönige in den Unternehmen beenden, die in erster Linie laut Dr. Markus Krall, und da könnte er ausnahmsweise mal recht haben, alles in die eigene Tasche wirtschaften und euch Aktionären möglichst gar nichts mehr übrig lassen, wenn es geht. Ne? Also deswegen, also das ist eine ganz andere Ebene des Angebots und Professor Quaschning sagt, hier, Professor Quaschning sagt, ach,
Ihr Milliardärskönige, Horror, der Tsunami steht vor der Tür, ihr müsst Angst haben, die Wellen werden euch überschwingen und nicht, also die, und wenn es nicht die Tsunami-Wellen sind, die erste Welt schnell überrollen werden hier, dann werden es die Flüchtlingswellen sein, die Flüchtlings-Tsunamis sein, die euch alle überrollen werden und so weiter. Als ob die erste Welt, die alles zusammengeschossen hat in ihrer Evolutionsgeschichte, als ob die irgendwelche Probleme hätte, mal ein Maschinengewehr aufzustellen und Ruhe ist, ne? Sozusagen, ja, an den Grenzen und so weiter. Ne? Also das Angebot, was Professor Quaschning macht, ist einfach grottenschlecht. Wer soll das annehmen, ne? Deswegen, also bitte, endlich sollte es zur Kooperation zwischen Fridays for Future, Greta Thunberg, Scientists for Future 1 und den zweiten Scientists for Future 2 kommen, die einzigen, die es können, ja, und nicht Träumer sind, ne? So, ja, Professor Quaschning hat vollkommen recht, ja, an einem Punkt. Ausnahmsweise, da hat er ja mal recht, sonst würde ich mich ja gar nicht mit ihm abgeben. Es werden ganz viele verhungern, ja? Denn in der dritten Welt, hier in der dritten Welt, werden die Tsunamis kommen und die Wellen alles überschwemmen und so weiter, ja? Da in der dritten Welt wird dieses Szenario richtig schön gelten und richtig schön wirksam werden. Ja, aber dann werden die Leute dort eben verhungern, ja? Dort werden viele verhungern, aber doch nicht in der ersten Welt. Geld regiert die Welt im Kapitalismus, in der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall. In der dritten Welt werden alle Nahrungsprodukte nach Europa verkauft werden und direkt vor dem Verkäufer werden seine eigenen Bürger verhungern, ja, und verrecken. Das wird das Szenario. So war es doch schon immer, oder? War es doch schon seit Jahrhunderten, oder? War es nicht so? Seitdem der Kapitalismus regiert ja in Wirklichkeit, ja. Schon seit 400 bis 300.000 Jahren, während die ganzen Illusionisten denken, er sei in seinem Wesenskern ein modernes Phänomen. Es ist in Wirklichkeit ein 400.000-jähriges Phänomen. Ja? Ja, Quaschning versucht also Panik machen, aber die Realisten der ersten Welt werden immer irgendwo wissen, dass das große Sterben nicht die erste Welt betreffen wird. Wenn, dann stirbt die erste Welt an ihren Pharma und Medi und an ihrer eigenen Ernährungsindustrie, aber nicht daran, dass jetzt irgendwelche Wassertsunamis die erste Welt betreffen werden. Die hat genug Geld, um die Küsten höher zu ziehen und fertig ist. Ne? Holland existiert meines Wissens oder Niederlande existiert meines Wissens, wenn ich richtig gehört habe, auch nur, weil die einfach alles eingedeicht haben, sonst wären die schon längst weg. Ne? Und warum soll das nicht der Rest der ersten Welt auch machen, die Festung erste Welt bilden, auch gegenüber dem Meer? Ne? Professor Quaschning sollte lieber die dritte Welt auffordern, denn die sollte ein Interesse haben, die zweiten Scientists for Future 2 zu rufen. Ein Staat war ja auch schon kurz davor, da hat zumindest schon großes Interesse bekundet gehabt, ein anderer Staat auch noch und so weiter aus der dritten Welt. Denn die dritte Welt muss die ersten Schritte machen. Die erste Welt hat gar keinen Grund dazu und deswegen macht sie natürlich auch nur Alibi-Aktionen, um die Bevölkerung zu beruhigen, während Trump das noch nicht mal macht, sondern der sagt, scheiß auf Klima, Gretel und Fridays for Future. Ne? Der macht da gar keinen Hehl daraus. Ne? Während bei uns natürlich unsere clevere Kanzlerin das so tut, als ob sie der Fridays for Future und Greta Thunberg entgegenkäme und in Wirklichkeit macht sie fast gar nichts. Ne? Und was sie macht, ist dann auch nur eine Schädigung der deutschen Wirtschaft, ne? Und der europäischen Wirtschaft. Ne? Und da wird sie auch deswegen wahrscheinlich, viele sagen ja, zum Glück hört sie endlich auf. Auch Professor Quaschning
zeigt wieder das Gleiche wie Christian Felber, nämlich die romantische Vergötterung der Ökosysteme. Das sind also immer diese Pseudo-, diese Antinaturwissenschaftler, die von nichts eine wirkliche Ahnung haben. Der Begriff der Ökosysteme ist eine romantische Träumerei von Leuten, die sich eine harmonische Welt denken wollen. Das erinnert mich an die Zeugen Jehovas, die Bilder malen von Löwen und Tigern, die neben Schafen und Lämmern liegen und so weiter. Solche Träumereien. Das, was man fälschlicherweise sozusagen vergöttert als Ökosystem, sind in Wirklichkeit knallharte Wettbewerbsstrukturen, in denen sozusagen, ja, bleiben wir ruhig bei diesen Bildern, bei dem jeder einzelne Organismus, jeder Virus, jede Bakterie, jeder Pilz, jeder Baum, jedes Kraut führt einen Kampf gegen den Rest seiner Umwelt sozusagen. Und natürlich gibt es auch Symbionten, also die Lebensform der Symbiose, der Kooperation in der Natur überall. Es ist also nicht nur ein Kampf gegeneinander, sondern manchmal kämpfen die einen zusammen mit ihren Symbionten gegen alles andere, so wie der einzelne Mensch als Symbiont gegen, gegen den Tiger kämpft, der seine Kinder frisst oder so, was auch immer, ja. Aber das Gleichgewicht, das scheinbare Gleichgewicht, das sich dann herstellt in einem Ökosystem, ist nur ein Gleichgewicht der Waffengleichheit. Ja? Wenn im Rüstungswettlauf der im ökologischen System Beteiligten sozusagen ungefähr, weil die Umwelt relativ konstant bleibt, also die ökologische Nische relativ konstant bleibt, sozusagen, oder das, ja, der sagen wir besser nur die Umwelt, ja, relativ konstant bleibt, dann stellt sich sozusagen, ist der Krieg auf einen Grabenkampf wie im Ersten Weltkrieg eingefroren. Ja? Es gibt ein ständiges Scharmützel, aber keiner kann eindeutig den Sieg davon tragen, sozusagen. Und diese scheinbare Stabilität dieser Ökosysteme wird verherrlicht als die Harmonie, als ob es schon fast so wäre, dass alles harmonisch aufeinander abgestimmt sei. Völliger antinaturwissenschaftlicher Unfug, sozusagen. Sobald einer der Organismen eine Mutation aufweist, die ihn waffenstärker macht, verschiebt sich sofort alles, weil er dann oder denken wir an die Tiere, die aus anderen Welten eingewandert sind, wenn die sozusagen stärkere Waffen haben und keine richtigen Gegner haben, dann machen die erstmal alles andere platt. Also es gibt diese Stabilität der Ökosysteme nirgends und hat sie nie gegeben, nur in den Träumern, in den Köpfen all dieser Träumer wie Christian Felber und Professor Quaschning. Ja. Auch die Natur hat für uns, für Realisten, nur den Wert, also die zweiten Scientists for Future 2 wollen das über die Wohlfühlstimme, wo ist es? Über die Wohlfühlstimme, das ist die Schlüsselfrage für die Menschheit und für die Frage für den Ausstieg aus dem Kapitalismus, ja, sozusagen mit der Wohlfühlstimme wird die ganze Wirtschaft gezwungen und geknebelt, sozusagen die Gesundheit der Menschen inklusive aller Milliardärskönige zu maximieren und dafür die Umwelt in einen herrlichen Park und Gemüse- und Obstgarten und Gewächshäuser zu verwandeln und so weiter, aber so, dass es den Menschen nützt, ja,
Vernünftige Naturwissenschaftler erhalten eine Biene nur, solange sie unentbehrlich ist für sozusagen die Ernährung der Menschen. Aber die Biene interessiert doch nicht um der Biene willen, wie das bei den Träumern der Fall ist. Ja? Natürlich muss man dann gucken, wie die Biene überleben kann, solange wir sie noch brauchen, sozusagen. Welche Umwelt diese Biene braucht, um überleben zu können. Also sozusagen, was wir zum Beispiel, ja, wir dürfen nichts wegnehmen, was die, oder aussterben lassen, was die Fressfeinde der Bienen überstark werden lässt. Insofern müssen wir schon managen. Wir müssen biologisch sozusagen gucken, was Menschen brauchen von dem, was Natur ist. Professor Quaschning sagt ganz richtig, zwischen 75 und 90% aller Lebensformen sind vor 250 Millionen Jahren ausgestorben. Richtig, es gab ganz viele fast totale Aussterbeprozesse. Das interessiert Leben nicht. Der Rasen kommt immer schnell wieder zurück, ne? Des Lebens sozusagen. Natürlich darf die Frage immer nur sein, wie muss die Wirtschaft in Zukunft unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sie sozusagen nur überleben kann, wenn sie die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten aller Menschen maximiert, aller Bevölkerungsteile maximiert sozusagen, dass sie dann sozusagen die Umwelt so in Parks und Gartenanlagen und Gewächshäuser verwandeln muss, wenn sie überleben will, die den Menschen maximal nützen. Und dazu muss sie gucken, wie sie es schafft, dass die Bestäubungsinsekten und alles, was wirklich benötigt wird aus der Natur, wirklich erfolgreich und gut weiterleben kann. Bevor es vielleicht wirklich so ist, dass es dann irgendwelche technischen Bienen gibt, die die Bestäubung übernehmen, dann können wir auch auf die Bienen verzichten. Ja? Denn nur romantische Träumer lieben die Natur um der Natur willen. Richtige Menschen lieben die Natur um der Lebensqualität willen und der Wohlfühlverbesserung der Natur willen, soweit sie wirklich hilft, Wohlfühlen und Gesundheit der Menschen zu verbessern. Ja, Waldbaden, ja, weist darauf hin, dass Menschen Begegnung mit dem Wald brauchen, um ihre Gesundheit zu optimieren. Also wird die Wirtschaft dann nach der Beendigung des Kapitalismus in der postkapitalistischen Gesellschaft der zweiten Scientists for Future 2 wird die Welt so gestalten, dass die Menschen wieder mehr Kontakt mit dem Wald und den Bäumen haben, ja? Aber alles, was Menschen nicht brauchen, und Menschen brauchen keinen Wolf, der ihnen die Schafe wegfrisst und die Lämmer wegfrisst, und Menschen brauchen keinen Tiger und keinen Löwen, der ihnen die Kinder wegfrisst. Das brauchen die nicht. Die können die Tiere selber abernten, solange sie noch fälschlicherweise Fleischesser sind, sozusagen. Die zweiten Scientists for Future 2 sind ja sehr nachdenklich, ob nicht tierisches Eiweiß bei den meisten Menschen vollständig gesundheitsschädlich sein dürfte. Bei mir scheint es so zu sein. Ja? So, ja. Alle Panikmache von Professor Quaschning beeindruckt Realisten der ersten Welt null. Keine Gefahr für die erste Welt, nur für die dritte Welt. Dann sollen doch die dritte Welt, die zweiten Scientists for Future 2 rufen. Denn die können ja, erzeugen ja ein Wirtschaftswunder. Wo steht's hier bei den zweiten Scientists for Future 2? Hier 500 Milliarden alleine für Deutschland, jährliches als dauerhaftes Wirtschaftswunder durch den Ausstieg aus der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, und durch den Ausstieg aus dem Kapitalismus, ja.
dann würden die dieses dritte Weltland, ein Land wird ja kostenlos beraten von den, das erste Land der Erde wird ja kostenlos beraten von den zwei, oder umgewandelt durch die zweiten Scientists for Future 2 und dann sozusagen haben die ein riesen Wirtschaftswunder und dann können die nicht nur ihre ganze Technik auf erneuerbare Energien umstellen und können vor allem die ganze andere dritte Welt zusammenrufen zu einem weltweiten CO2-Abkommen, in dem jeder Teil der Welt den genau gleich hohen CO2-Preis bezahlt, also die dritte Welt den genauso hohen Preis zahlt wie die erste Welt, dann könnte es sein, dass Herr Trump dann sagt, ja okay, das gefährdet unsere Weltmachtposition nicht, also können wir dem zustimmen. Ja? Und dann müssen sie von den zweiten Scientists for Future 2 noch lernen, wie man effektiv die eigene Überbevölkerung beendet. Ja? Denn sonst sozusagen ist es ja mit der Vermeidung von Hunger schwierig, ne? wenn man sich vermehrt wie die Fliegen. Auch wenn man sich nur deswegen vermehrt wie die Fliegen, weil der Kapitalismus der ersten Welt, die zwar freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, natürlich auch die natürlichen Geburtenkontrollmechanismen nicht nur in der ersten Welt zerstört hat, sondern auch aktiv in der dritten Welt zerstört hat, sodass die dann so richtig in die Massenüberbevölkerung gedrängt wurden. Ja? Aber das hilft ja nichts, sozusagen jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, ihr, die erste Welt, ihr habt uns alle umgebracht, ihr habt uns alle versklavt, ihr habt uns alle kolonialisiert und ihr habt uns die Überbevölkerung gebracht durch Störung unserer natürlichen Geburtenkontrollmechanismen und deswegen sozusagen müsst ihr jetzt mal den moralischen machen und genau die Totalumkehr machen, ihr müsst jetzt von Mördern, kapitalistischen Mördern müsst ihr jetzt mal gefälligst zu moralinsauren, moralistischen Menschenfreunden werden und uns alles schenken, was ihr uns geraubt habt. Das werden die einfach nicht tun. Da werden die sagen, verstehe ich nicht, von was ihr redet. Ja? Sozusagen, ja, das ist alles ja, Träumereien, wie gesagt. Dann schauen wir mal weiter, was hier steht. Noch einen kleinen Schluck aus dem Wasserglas. Ja? Wasserfasten, das stärkt das Immunsystem. Ne? Prost. Das Panik-Droh-Szenario von Professor Quaschning bedeutet nur, dass die Überbevölkerung in der dritten Welt sterben wird. Mehr nicht. Ruft die dritte Welt, ein Staat der dritten Welt, die zweiten Scientists for Future 2, kann sie diese Folgen vermeiden. Aber dafür ist sie bisher leider auch zu dumm. Wobei man sagen kann, die erste Welt hat natürlich den geringeren Drang aus dem Kapitalismus und der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, auszusteigen. Ja, weil eben, ja, wenn ich als Milliardärskönig wenigstens viel Geld habe, viele Milliarden habe, dann lässt sich eben der Verlust von Lebensfreude, Lebensqualität und Langlebigkeit leichter verschmerzen. Und deswegen ist es nicht ganz so leicht, die Milliardärskönige zu überzeugen, dass die Beendigung der freien sozialen Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall ein Segen für sie sein wird, sozusagen. Ja? Aber das wäre die Aufgabe, die Professor Quaschning zusammen mit den zweiten Scientists for Future zu unternehmen hätte, wenn er wirklich etwas erreichen wollte. Ja, also gehen wir nochmal zurück hier. Die erste Welt wird dabei bleiben und sagen quasi, die dritte Welt soll doch erneuerbare Energien machen. Sie will doch nicht absaufen. Ja? Die erste Welt wird ihre eigene Wirtschaft
nicht weiter schwächen durch einen überschnellen Energienwandel sozusagen. Den könnten nur die zweiten Scientists for Future 2 finanzieren, denn mit 500 Milliarden Euro jedes Jahr plus kann man sich tatsächlich den Luxus leisten, solange die anderen Länder noch nicht nachgezogen sind, kann man sich wirklich ein paar Jahre eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz leisten. Aber genau das wollen ja die Fridays for Future definitiv nicht, denn die zweiten Scientists for Future haben ja regelrecht gebettelt darum, um eine Zusammenarbeit hier mit Greta Thunberg und den Königen der Fridays for Future wie Luisa Neubauer, deren internen Herrschern ihres pseudodemokratischen internen Aufbaus sozusagen. Aber die Herrscher wollen das nicht. Die Fridays for Future Herrscher, auch Greta will das nicht. Auch die wurde natürlich ungefähr 10-mal angeschrieben. Die wollen keine Zusammenarbeit. Die wollen keinen Kohlestopp 2026 in Deutschland, weil es offensichtlich um ganz andere Ziele geht, aber nicht um Kohlestopp 2026 statt 38, und es geht auch nicht um 900 Milliarden fürs Klima in Deutschland innerhalb von 7 Jahren. Dazu hätten sie ja nur das Angebot der zweiten Scientists for Future 2 auf eine Koalition oder Kooperation annehmen müssen. Also sie wollen das nicht. Müssen wir halt festhalten. Ne? Ja, und die Scientists for Future 1 wollen es offensichtlich auch nicht. Deswegen eröffnet sich dann die Frage, warum diese ganze antinaturwissenschaftliche Träumerei von Professor Quaschnik? Ist Professor Quaschnik vielleicht finanziell an den erneuerbaren Energien interessiert und ist so in diesem Sinne also wieder auch nur ein Pseudowissenschaftler, der eigene Geschäfte unter dem Deckmantel der Wahrheitsfindung und Wahrheitsverkündung betreibt? Ich weiß nur eins, die Scientists for Future 2 sind die einzige Instanz, die ich bis jetzt kennengelernt habe, bei der es wirklich nur um das Gute geht und die nicht ein schmutziges Geschäft auf Kosten der Menschheit machen wollen, wie es der größte Teil unserer weltweiten Pseudowissenschaft macht, sozusagen. Ja, ja, also... richtig sagt Professor Quaschning, dass man das, was wir nennen, wir müssen wieder mehr Autarkie herstellen. Also das, was wir gemacht haben, dass wir uns total abhängig gemacht haben von den weltweiten Warenflüssen, das müssen wir natürlich zurücktreiben. Da müssen wir subventionieren und eigene Firmen im eigenen Lande halten sozusagen, die uns alles, was wirklich lebenswichtig ist, autark herstellen lassen können, wenn mal wieder wieder die Pharma- und Medi-Sache, Pharma und Medi war wieder einen kräftigen Schluck aus der Pulle brauchen und dann es zu einem völligen Stopp der gesamten Warenflüsse weltweit kommt, sozusagen. Ja? Ja, und richtig hat er auch recht. Und wir würden sagen, nicht Videokonferenzen, sondern es reicht doch völlig aus. Telefonkonferenzen statt Reisen, da hat er natürlich auch recht. Würden die zweiten Scientists for Future 2 mir dabei bestimmt auch zustimmen. Ne? So, also soweit waren das jetzt also die Träumereien, das Professor, die antinaturwissenschaftlichen Träumereien des Professor Volker Quaschning. Ja, scheiße, jetzt will der Stift nicht mehr. Sekunde, gibt's einen neuen Stift. Und dann streichen wir auch das durch. So, dann haben wir Professor Quaschning, jetzt geht's zu dem ihm Verwandten, einem Verwandten im Geiste. Er sollte sich, also die Fridays for Future strecken ja schon die Finger aus zur Gemeinwohlökonomie des Christian Felber, weil der die gleichen Traumdimensionen beinhaltet, oder? Aber da wird es wohl auch nicht zu einer Kooperation kommen, denn wie ich sagte, wahrscheinlich haben Greta und Luisa und so weiter ganz andere Interessen, da sie ja mit aller Kraft alles getan haben, ganz aktiv den Kohlestopp 2026 abgelehnt haben, sozusagen.
was Kopfschütteln bei den Demonstrationsteilnehmern bei Fridays for Future ausgelöst hat, was man ja nachhören kann in den etwa 100 Videos und Talks mit Fridays for Future Demonstrationsteilnehmern, die natürlich immer sofort sagten, natürlich müssen wir das Angebot der zweiten Scientists for Future 2 annehmen. Das ist doch unser erstes brauchbares Angebot, ne? So, also Schluck aus dem Wasser fasten, Schluck Wasser. Sorry, muss sein. Also, Christian Felber, Gemeinwohlökonomie-Papst sozusagen. Das ist auch eben ein Esoteriker, ja, ein esoterischer Träumer, ein Tiefenökologe, wie er ja bei Thilo Jung und Naiv verraten hat. Ne? Also sozusagen ein spirituelles eine spirituelle antinaturwissenschaftliche Überideologisierung von Ökosystemen und einer Mutter Natur. Ja? Also ich mache es nochmal deutlich, ich habe es ja eben bei Professor Quaschning schon gemacht. Wo ist es? Ganz kurz nur, weil ich will nicht immer alle 370 Videos vollständig wiederholen. Ne? Hier haben wir also den Staat, der die Natur zur Gottheit erklärt und die Mutter Erde und die Mutter Natur zur Gottheit erklärt und Ökosysteme zu Göttern erklärt. Und der wird einen Teil seiner Wirtschaftsleistung darauf verschwenden, anstatt sich im weltweiten Wettbewerb, solange der Kapitalismus noch existiert, halbwegs über Wasser zu halten, wird ganz viel verschwendet, um die Natur zu erhalten, um der Natur willen und nicht um der Lebensqualität und der Gesundheit der Bevölkerung willen, sozusagen. Der wird ganz viel verlieren und der konkurrierende Staat, der sagt, ich kümmere mich um Natur und Natur nur so weit, wie es meiner Bevölkerung nutzt und deren Wohlfühlen und deren Gesundheit verbessert. Und ansonsten benutze ich die Natur, ja, so wie es jedes gesunde Tier in der Natur tut. Ja? Und die werden natürlich, solche Staaten werden überleben, werden vielleicht sogar Kolonien bilden können und so weiter und werden ihre wirtschaftlichen Finger in den Rest der Welt strecken können und dort vieles abgreifen können. Und diese Art von Staat wird pleite gehen, ja? Und wird vielleicht dann irgendwann, solange der Kapitalismus noch existiert, wird der Kapitalismus schon einen Weg finden, solche Staaten militärisch auch noch zu erobern. Ne? Ja, dann gehen wir wieder zurück. Anstatt die Erde in Parks und Gärten Eden zu verwandeln und in Gewächshäuser mit den herrlichsten und reifsten Früchten der Erde, mit den zugehörigen Bestäubungsinsekten und so weiter, wegen der Wohlfühlstimme und der Gesundheitsdaten der Bürger, und zwar der eigenen Bürger und nicht der dritten Welt, wird die Natur zu einem pathologischen Fetisch. Ja? Also sozusagen ein pathologischer Fetisch, eine Verliebtheit, romantische Verliebtheit in Wahrheit immer in Teilen feindliche Natur sozusagen. Es gibt in der Natur nicht, dass uns alles streicheln will. Das hat ja diese eine Frau mal erfahren müssen, die aus einem Safari-Auto ausgestiegen ist und die Löwin fotografieren wollte. Und eine Sekunde später war sie tot und war das Abendessen der Löwin. So viel zu dieser träumerischen Ideologie, dass die Natur doch aus ökologischen Systemen bestände, in der alles irgendwie füreinander sorgt, ja. Völliger Quatsch, ne? Völliges antinaturwissenschaftliches Traumdenken. Ne? Ja, das zerstört, was Felber da an Träumen hat, das zerstört
die europäische Wirtschaft. Also Felber wäre der Sargnagel der europäischen Wirtschaft. Nur die Gemeinwohlwirtschaftsvorstellungen der zweiten Scientist for Future 2 werden die europäische Wirtschaft zur Hochblüte bringen. Und das, wenn das die Fridays for Future gewollt hätten, hätten sie es gemacht bei gleichzeitiger Klimaneutralität. Ne? Aber das wollten sie ja nicht. Ne? So, Felber-Fans sind erfahrungsgemäß mehrheitlich. Das zeigt sich auch, ich lese immer auch so die Kommentare mit, die bei den auf den Kanälen gemacht werden, die unsere Videos netterweise und dankenswerterweise veröffentlichen, sozusagen. Und da sieht man immer wieder, die Felber-Fans, das sind naive Träumer, die träumen von der Allmacht des Souveräns, von der Allmacht der wenig Kompetenten. Ja? Sie träumen davon, dass irgendwann wird quasi, werden sich all diese wenig Kompetenten, die Schlafschafe, die Professor Mausfeld als die schweigenden Lämmer bezeichnet hat, also diese Schlaflämmchen sozusagen, werden plötzlich alle hochqualifiziert werden und werden alle die brillanten Manipulationen sozusagen der Herrscher unserer geliebten Milliardärskönige und deren zugehöriger Partner, die werden alle diese Manipulationen, die von unseren fähigen Leuten ausgehen, ja, die werden sie alle irgendwann, von einem Tag werden die plötzlich durchschauen und plötzlich werden sie kluge, leistungsfähige Menschen werden, die hochintelligent sind, alle Manipulationen durchschauen und dann aufbegehren und auf ihrem Recht als Souverän bestehen ohne und werden und all diese Leute, all diese Träumer erkennen nicht, dass wir selbstverständlich nur in einer Pseudodemokratie leben. Denn was hätten denn die Milliardärskönige anderes machen sollen, als die frei marktwirtschaftlichen ersten Händler des Dr. Markus Krall, also sozusagen, als die hingingen und hier der eine Händler sagte, ja, ist doch ganz toll, dass ihr in den Kommunen euch so lieb habt und so schmust, wie die Bonobos das tun und so weiter. Und der andere Händler, der vielleicht der millionenste Händler, sagt, kriegt plötzlich einen Irrtumsschub in seinem Gehirn, wird plötzlich geistig wirre, vielleicht durch seine eigenen ungesunden Nahrungsprodukte, kriegt dann eine Gehirnstörung, die erste Psychose und so, oder was auch immer, durch seine eigenen Produkte, an die er glaubt sozusagen. Und dann sozusagen kriegt er den wirren Gedanken, ach, ist das eklig und unkeusch und unschicklich, was ihr da, dieses ständige Abgeschlecke und Geschmuse da, auch bei den Bonobos, das ist ja pervers, dieses ganze sexuelle Leben und so weiter und das, ja, das ist ja ekelhaft, lasst das sein und so weiter und so weiter und dadurch lassen sich nach und nach seine Kunden beeindrucken, er kann ganz viel verkaufen, aber dadurch passiert dann Folgendes, die Liebe in den Kommunen verschwindet nach und nach und die Milliardäre, die Vorläufer, die direkten Vorfahren der Milliardärskönige, der heutigen Milliardärskönige, sagen sich, nee, warum soll ich jetzt weiterhin alles den Frauen und Kindern schenken, wenn ich gar nicht mehr geliebt werde in der Kommune? Och, dann mache ich mein eigenes Ding, dann spiele ich jetzt, das werde ich auch Händler, spiele das Akkumulationsspiel und spiele das Machtspiel und dann beherrsche ich halt die Welt als Trost dafür, dass ich nicht mehr geliebt werde. Ja, und das ist doch ganz logisch. Was hätten die Milliardärskönige anders machen können, als nachdem wir alle gemeinsam die Vorformen der freien sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus, den Tauschhandel, erfunden hatten. Sie hatten gar keine andere Chance. Es blieb ihnen nur der Weg. Sie fühlten sich realistisch ungeliebt und dann haben sie halt gesagt, na gut, dann machen wir halt jetzt ein Akkumulationsspiel und machen so Männerbünde, patriarchale Männerbünde und machen Akkumulationsspiele und Machtspiele und dann beherrschen wir halt die Welt und trösten uns halt damit, dass wir jetzt die Welt beherrschen, wenn wir schon nicht mehr geliebt werden. Ja, und dazu geht doch der Ausstieg nur darüber, dass wir ihnen sagen, wir geben, liebe Milliardärskönige, wir geben ihnen die Liebe von damals wieder zurück
Und dann fangen sie wieder an zu schenken an die Frauen und Kinder ihrer geliebten Kommune und dann ist die Welt wieder in Ordnung und die Schere zwischen Arm und Reich geht so ganz schnell zusammen, weil sie wieder schenken. Weil sie wieder zum Schenker der Kommune werden. Ne? Das ist der Naturzustand. Und dann werden sie total glücklich sein, aber auch alle anderen mit total glücklich sein. Und wir werden die Überbevölkerung in den Griff kriegen und so weiter. Denn übrigens ist es ja auch Medi und Pharma, die ja mit ihrer eigenen Ideologie sozusagen die natürliche Geburtenkontrolle ja verhindert. Ja? Ganz kurz angedeutet, ja, ein Schamane, der sagt, ja, es ist doch ganz toll, wie ihr Naturvölker das macht und wie ihr Naturkommunen das macht, dass ihr so lange stillt und so viel Körperkontakt zwischen Mutter und Kind habt, dass es zu einer hormonellen Empfängnisverhütung kommt, ohne chemische Vergiftung durch eine Antibabypille sozusagen und dass ihr im Zweifelsfall, so schwer es euch auch fällt, die Kinder direkt nach der Geburt, die zu viel sind, nach der Geburt einschlafen lasst sozusagen oder gar, wie man das früher gemacht hat, aussetzt oder jetzt modern würde das heißen, vielleicht mit einem Morphiumöl einreibt, sodass die einen glückseligen, seligen Tod sterben sozusagen. All diese natürlichen Geburtenkontrollmechanismen und Überbevölkerungsverhinderungsmechanismen hat ja Medi und Pharma kaputt gemacht, weil dort die Idee war, nein, also wir müssen jedes Menschenleben retten, ab der Zeugung gehört jeder uns und ist ein Kunde und wird auch schon im Mutterleib operiert, gewinnbringend sozusagen. Und deswegen ist unsere Medizinethik, geht darin hinaus, dass wir der Gesellschaft klar machen, dass es unmoralisch ist, diese Naturmechanismen der Überbevölkerungskontrolle noch zu praktizieren. Und dadurch gewinnt dann die Medi und Pharma viele zusätzliche Kunden, schon im Mutterleib kann ich Operationen abrechnen, neue Geschäftsmodelle entstehen und so weiter. Und natürlich breitet sich solch ein Schamane mit solch einer Weltanschauung aus, sozusagen, mit einer solchen Ethik aus. Ja? Aber nur wenn wir den Kapitalismus beenden und die soziale Marktwirtschaft beenden, werden sich solche widernatürlichen Ethiken wieder verlieren. Ja, weil man damit kein Geld verdienen kann und die Menschen werden zurückfinden zu einer natürlichen Überbevölkerungsverhinderungskontrolle sozusagen, wie sie die Natur vor der Erfindung des Kapitalismus und der freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall beherrschte. Ja, also nochmal zurück. Hier all diese Träumer, ja, also die Felber-Fans schreiben also tatsächlich, dass sie da an den Souverän, den erwachenden Souverän glauben. Das sollten Sie mal Professor Mausfeld hören, der weist nach, dass die ganz tief schlafen, die Lämmer, und dass daran wird sich auch nichts ändern, ne? Wobei er das auch, der hofft ja auch auf den Aufstand der Lämmer, aber der wird nicht kommen. Ne? Denn seine Beweisführung, warum die Lämmer schlafen und wie sie betäubt werden, das wird immer weiter funktionieren. Ne? Ja, also die sich aus den Kommunen abgespaltenen Akkumulations- und Machtsüchtigen sind einfach kompetent darin, die Welt zu beherrschen und daran wird keine Träumerei was ändern. Da muss man mit einem guten Angebot mit den Milliardärskönigen sprechen. Ja, das war es, glaube ich, so mal so der schnelle Frühstücksreport. Weil es so viel Entsetzen auslöste, was Professor Quaschning wieder von sich gegeben hat. In einigen Kommentaren wurde das ja von einigen sogar schon geschrieben, aber auf die hört natürlich dann niemand, nämlich dass das Ganze ein bisschen unrealistisch sein dürfte. Also, tschüssi!